In das Betriebsgebäude der Firma Paumann Landtechnik GmbH und Co. KG in Amstetten lud die Bezirksstelle der Wirtschaftskammer die Unternehmer aus der näheren Umgebung ein und präsentierte Service und Angebot der Kammer sowie Aktuelles aus der Wirtschaftspolitik. Wir wollen uns nicht im Büro verstecken, sondern wir wollen zu den Unternehmerinnen und Unternehmern rausgehen, um zu hören vor Ort, was sind die Probleme. Natürlich wollen wir auch ein bisschen erzählen, was machen wir, denn nicht alle Unternehmerinnen und Unternehmer kennen genau den Aufgabenbereich der Wirtschaftskammer und natürlich auch Netzwerken und einfach das Ohr am Mitglied zu haben. Wir haben also 5 Standorte. Heute ist der erste Standort da in Neuhofen und da sind eben eingeladen die Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Stadt Amstetten, aus Aratzfeld, aus Verschnitz, aus Neuhofen und Alhardsberg. Also ich finde es sehr positiv, denn einerseits glaube ich, ist es gut, wenn sich Unternehmer austauschen, das Netzwerk pflegen und man vielleicht auch in einen Betrieb mitten hineinkommt, mal sieht, wie andere das angehen, anlegen, und freue mich, dass wir heute hier bei der Firma Baumann, einem wirklich sehr traditionellen Familienbetrieb, zu Gast sein können. In einer lockeren Atmosphäre nutzten die Unternehmer den persönlichen Kontakt mit ihrer Kammer für informative Gespräche und Diskussionen. Auch die Gastgeberin Barbara Paumann findet die Idee sehr positiv. Ja, die Vorteile, weil man sie austauschen kann mit anderen Unternehmen, wie es jetzt in der derzeitigen Situation zugeht. Also es ist momentan, jeder hat, glaube ich, mit großen Herausforderungen zu kämpfen, und darum ist es gut, wenn man wieder mal mit anderen Firmen auch sich trifft und einfach netzwerkt und ein bisschen austauscht. Die Wirtschaftslage war eine der Kernthemen des Abends. Ich habe ja den Betrieb 2020 übernommen und bin praktisch gleich vor großen Herausforderungen gestanden. Ich muss sagen, Corona hat man Gott sei Dank, also durch die Landtechnik, war nicht so stark betroffen. Was ich sehr gespürt habe, sind die Ausfälle der Mitarbeiter. Das hat natürlich im Betrieb wehgetan, dass teilweise die Leute lange Zeit gefehlt haben. Also das war schon ein bisschen eine schwierige Situation. Aber so im Großen und Ganzen ist die Landtechnik gut durch die Krise gekommen. Nur ist derzeit kämpfen wir sehr aktuell mit langen Lieferzeiten, mit extrem steigenden Preisen. Also das momentan reißt es einfach nicht um. Ich bezeichne unsere Zeit gerne wie eine Fahrt in der Hochschaubahn. Also man weiß jetzt nicht, wann geht es wieder tief hinunter, aber gleichzeitig geht es wieder hoch hinauf. Denkt du immer zurück, als die Pandemie begonnen hat, hat man von Hunderttausenden von Arbeitslosigkeiten und von Rezession gesprochen. Aber ich glaube, man hat sehr kluge Wirtschaftshilfen gestartet, und wir haben eigentlich ein Hoch gehabt im Vorjahr, plus 5% Wirtschaftswachstum. Also die Hilfen haben begriffen und wir haben nicht viele Arbeitslose gehabt, sondern eher einen Mangel an Arbeitskräften. Und jetzt sind wir wieder in einer solchen Phase. Wir haben eine massive Inflation, wir haben eine massive Verteuerung der Energie, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben eine Verknappung von Gas und wir haben eine große europäische Aufgabe, diese Entkoppelung des Strompreises vom Gaspreis. Und wir brauchen Hilfe für energieintensive Betriebe, damit sie weiter ihren Betrieb aufrechterhalten können. Also es ist derzeit sehr, sehr viel in Schwebe. Es braucht jetzt kluge, auch politische Entscheidungen. Zunächst auf EU-Ebene. Das kann Österreich nicht alleine machen. Und es hat nicht nur Österreich das Problem, sondern ganz Europa und letztlich die ganze Welt. Also da muss angesetzt werden, dieses Merit-Order-System, den Strompreis vom Gaspreis zu entkoppeln. Und österreichweit brauchen wir jetzt ganz dringend für die energieintensiven Betriebe Hilfen. Weil mit einer Versiebenfachung oder Verzehnfachung der Energiepreise kann kein Betrieb, das kann er in den Preisen nicht unterbringen, das würde die Inflation noch weiter anheizen. Dieser Netzwerkabend in Amstetten war der Auftakt einer Veranstaltungsreihe, die bis Mitte Oktober in weiteren Betrieben im Bezirk stattfinden wird. Das nächste WKO-Vor-Ort-Treffen findet im Betrieb der Firma Systron GmbH in Wolfsbach statt.